Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Part von South Park, The Stick of Truth. Ich dachte mir, hey, wir haben doch so viele Nachrichten von Al Gore bekommen, dann checken wir doch mal, was es hier so zu tun gibt oder was für Nachrichten wir bekommen haben. Oh mein Gott, es hört gar nicht auf. Shit, oh Gott, so viele Al Gore-Nachrichten. Wurden du oder ein Mitglied deiner Familie vom Schweinebärmann belästigt? Schweinebärmann, irgendwelche Hinweise? Du musst dir unbedingt dieses Schweinebärmann-Video ansehen, was ich gerade geschaut habe. Warum antwortest du nicht auf meine Nachrichten? Hörst du mich? Bitte antworte. Bitte, 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 bitte. Der Schweinebärmann ist die größte Bedrohung für die heutige Gesellschaft. Signalboost, teile diese Nachricht. Wenn du diese Nachricht nicht teilst, wird Schweinebärmann die Regierung stilllegen. Ich glaube, Schweinebärmann befindet sich jetzt gerade vor meiner Geheimbasis. Entweder er oder ein Straßenkehrer. Ich schmeiße eine riesige Schweinebärmann-Themenparty. So viele tolle Leute hier. Ja. Ich glaube, ich muss Al Gore ganz, 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 ganz dringend entfreunden. Also, auf zu Al Gore. Gut, 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 gut. Neue Nachricht von MyCE. Oh, MyCE, das muss ich mir sofort angucken. MyCE hat dich nächsten Sonntag zu einer Blutorgie eingeladen. Super. Es ist ein Skandal, dass es niemanden interessiert, dass der Schweinebärmann da draußen rumläuft. Das meine ich ganz Ernte. Natürlich meint Al Gore das Ernte. Rüstung wechseln, wenn wir schon hier sind. Einmal die Waldelfenrüstung. Knappe Handschuhe, perfekt. You're back, Junior Al Gorean. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Fellas, we can work this out! Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming! You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Wundervoll. Schauen wir doch mal an, was Al Gore so kann. Chef. Betäuben, Schlaf, angepisst, Immunität. Wundervoll. Erstmal eine kleine Beschneidesense gegen Al Gore. Oh nein. Ich habe ganz oft A gedrückt. Das war falsch. Das war komplett falsch. Ich bin ein bisschen dumm. Gortastic. Oh Gott. Beschneidesense. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Betäuben wir den. Ah, dieses Mal muss ich ganz oft A drücken. Mann, bei dem anderen hätte ich das Timing anpassen müssen. Das war kacke von mir. Wirklich, wirklich kacke. So. Professor Chaos. Das ist eigentlich egal, auf wem. Das war jetzt nicht so kräftig, Mann. Kopfschuss. Excelsior. Oh Gott, der tut ja richtig hart weh. Okay, Butters kriegt erstmal einen Mana-Trank. Einen Machttrank, meine ich. 40%. 13. Ach, kacke, ich hätte ihn doch den Großen geben sollen. Shit. Ah, damit kann ich alle anderen anwidern. Na dann. Wunderbar. Kacke. Nochmal einen kleinen Machttrank. Kacke, ich hätte den großen nehmen sollen. Dann hätte ich Butters jetzt auch noch aufheilen können. Egal. Professor Chaos auf ein neues. Mal schauen. Ach komm, ich wollte eigentlich den Schutzschild haben. Oh mein Gott, der macht auch so lächerlich wenig Schaden. Das ist ja absolut nutzlos.
Aua. Einen großen Gesundheitstrank für den guten Butters. Fähigkeiten kann ich mir keine leisten. Langbogen. Ah, shit, der ist jetzt auch wieder wach. Gar nicht gut. Magie. Führt einen starken Magiestoß auf kurze Entfernung ab, der das Ziel zusätzlich betäubt. Oh ja. Hostile is taking his sweet time. Halte den rechten Stick runter, bis du das Gas siehst und drücke dann R. Oh, wunderbar, wieder betäubt. Heilende Berührung. Ah, ich kann mir keine Fähigkeit leisten. Shit. Ah, shit. Der eine ist sowieso betäubt. Au, oh, du mieser kleiner Pisser. Ich hab Elgo auch noch überhaupt keinen Schaden gemacht. Erst einmal einen Gesundheitstrank für Butters in groß. Oh mein Gott, ich stelle mich bei dem Kampf echt nicht gut an. Gar nicht gut. So, Langbogen auf. Auf den hier. Ach Mist, das war dumm. Ich hätte einen schweren Angriff machen müssen, natürlich. Kacke. So, ein weiterer Machttrank. Dieses Mal in groß für den guten Butters. Wunderbar. So, Professor Chaos, ein weiteres Mal. Ach komm, kriege ich denn nie den Schutzschild? Mann. Oh mein Gott, die eine Animation ist noch nicht mal vorbei und der nächste Angriff startet schon. So ein Dreck, also wirklich so ein Dreck. 500. Du wirst nochmal betäubt. Und ich habe sogar ein Schild gegen Elgor. Der ist schon wieder wach. Oh mein Gott, ich mache hier überhaupt keinen Schaden, weil die so viel... und er ist in Konterhaltung, wunderbar. Scheiße, kann sein, dass ich zu niedrig gelevelt bin. Für diesen Kampf. Erstmal. Kacke. Wiederbelebungstrank für Butters. Kacke, Mann. Oh, kacke. Dann muss der hier nochmal... betäubt werden. So ein Dreck. Oh Gott, ich glaube, ich bin echt eigentlich zu schwach für diesen Kampf. Heilende Berührung. Oh Gott, ich hoffe, das reicht, um den loszuwerden. Immer noch nicht. Oh mein Gott, der hält so viel aus. Oh, Elgor ist so ein Pisser. Ich hasse Elgor. Oh, ich hasse ihn so sehr. So... geben wir Butter seinen kleinen Gesundheitstrank. Hier kann ich mir eigentlich nichts leisten. Ah, ich hätte den Einzelangriff nehmen sollen. Wäre klüger gewesen. Heilende Berührung, bitte.
kann ich mir sowieso nichts leisten. Ah, shit, Mann. Ich hoffe so sehr, dass der nicht seine kleinen Freunde wiederbeleben kann. Das wäre wirklich mies. So. Na, geht doch. Schon ist seine Rüstung halbiert. Jetzt kann man ihm etwas besser Schaden zufügen. Butters, du kannst mich mal kurz aufheilen. Oh mein Gott, dieser Kampf ist heftig. Ah, da hätte ich erst später hingehen sollen. Das ist übel. Das ist echt übel. Erst einmal gibt's wieder den Gesundheitstrank für Butters. Wahrscheinlich sogar den großen. Ich habe eh so viel Zeug, also ist es egal. Ja, komm, hier bitte, Butters. Ah, jetzt mache ich auch Schaden, wo seine Rüstung ein bisschen reduziert wurde. So, ich muss mich zwar nicht heilen, aber so kriege ich MP zurück. Yay. Oh mein Gott. Ja, gewonnen, gewonnen. Yes, oh Gott. Oh Gott, dieser Kampf. Dieser Kampf war hart. Der war hart. Schweinebärmann-Ohr. Füge 15% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% Gesundheit bist. Das ist gar nicht mal so gut. So, jetzt kann ich hier drüben hingehen. Schweinebärmann-Keule. Totalernte. Dieser Gegenstand ist Totalernte. Diese Waffe hilft, die Klimaerwärmung zu verhindern. Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Waffe trifft dreimal stark gegen Schilde. Cool. Jeder Angriff saugt 50 Trefferpunkte von deinem Ziel ab. Wow. Perücke mit männlichen Zöpfen. Yeah. So, gleich mal gucken. Schweinebärmann-Keule und ich setze hier rein. Nehmen wir das hier. Perücke mit männlichen Zöpfen. Das ultimative Oxymoron. Boah, ey, der Kampf war echt hart. Uiuiuiuiuiuiui. So, das wäre geschafft. Dann können wir nun zum Taco Bell gehen. Yeah. Und hier sind wir. Mal gucken. Um den verschollenen Quietscher zu benutzen. Furzgranate, verschollener Quietscher. Something over here. Smells like Madonna. Madonna? Must be my imagination. Huh. Sure does Nicki Minaj released a new single. It sounded like a clown horn filled with This place doesn't really look like a Taco Bell. I think someone's testing Tupperware. Nein. Mist. Mist. Ich dachte, der wäre da drinnen. Kacke. Nochmal. Mist, der bleibt weiterhin geschlossen. Shit. Is that you, God? Oh Gott. Mist, ich brauche den Schlüssel. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? Hey! Ah! Wunderbar. Ich dachte schon, ich hätte es verkackt, aber nein. Oh, das nimmt nochmal heftigen Schaden. Sehr gut. Ah, sehr gut. Das hat nochmal geklappt. Und, hey, warte mal. Oh. Ich hätte den nicht fertig machen müssen. Steinhammer. So, nochmal die Schweinebärmann-Keule. Perfekt für den Nahkampf gegen Schweinebärmann. Ziele auf seine Schnauze, um größtmöglichen Schaden zu bewirken. Und Steinhammer, plump und primitiv, aber dennoch furchteinflößend.
Neue Quest, besiege Schweinebärmann. Oh, cool. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Die gleiche Not in ihrem Pulse gelitten haben! Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. What the fuck? It's broken free! Die nicht hergerufen hat! Oh nein. Sehen wir uns den nochmal an. Immun gegen angewidert, schwach gegen heiliges Nazi-Zombie. Macht irgendwas Heiligschaden? Keine Ahnung, aber ich kann ihn betäuben. Ja, wenn ich ihn betäuben kann, dann kann er mir eh nichts tun. Pentagramm. Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen 50 zusätzlichen Schaden zu. Cool. SWAT-Weste. Du erhältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15% Trefferpunkte bist. Fügt 30 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Nett. Einsatzhandschuhe, Kopfpanzerung. Wundervoll. Aufnahmegerät eingesammelt. Yay. Zeit, dieses Gelände oder diesen Taco Bell zu verlassen. Yeah. Oh Gott. Wo kommen die denn jetzt her? Schnell weg. So, und jetzt gucke ich mir mal ganz gemütlich das Zeug an. Das Hood und die Nachtsicht sind vielleicht ein unfairer Vorteil für zukünftige Capture the Flag-Spiele. Du greifst erneut an, wenn du einen Feind tötest. Oh mein Gott, wie cool. Weg mit diesem Ding. Und ich will meine SWAT-Kopfpanzerung. Kugelsicher. Alles, was keine Kugel ist, tut trotzdem höllisch weh. Ah, da kann man leider nichts reinsetzen. Okay. Trotzdem, weil es einfach so stark ist. Ah doch, man kann hier was reinsetzen. 50 zusätzlicher Nahkampfschaden klingt gut. Hallo? Ah, schnell wieder ausrüsten. Einsatzhandschuhe. 10 Rüstung und minus 15% Schaden beim Blocken. Verstärken wir auch gleich noch die Distanzangriffe. Yay. Sogar Zauberstäbe und Schwerter erfordern Abzugsdisziplin. Yeah. Eine sehr offiziell wirkende Perücke. Und sonst nichts Spektakuläres Neues. Zeit zurückzukehren. Mal schauen, was Randy zu sagen hat. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this.
It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Wunderbar, wunderbar. Quest beendet. You did very well today, young man. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. Just because I'm your friend now doesn't mean you get to screw around. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, thanks. Neue Quest, verschwendetes Lager. Wunderbar, wunderbar. Gut, 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 gut. Nun, da wir das gute Bild für die Goff-Kids haben, haben wir eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Zeitpunkt erreicht, um den aktuellen Part von South Park, The Stick of Truth, zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir zu den Goff-Kids zurückkehren werden. Ciao, ciao.